Liebe Geschwister, wie geht es euch? Seid ihr glücklich? Unser Herr Jesus möchte, dass ihr seine Kinder immer glücklich und froh seid. Deswegen spricht er mit euch täglich. Habt ihr schon heute Morgen mit ihm gesprochen? Habt ihr erlaubt, mit ihm zu sprechen und die Bibel gelesen? So dass Gott mit uns spricht, braucht er unsere Erlaubnis. Nur dann wird er sprechen. Wenn wir Gottes Wort lesen und ihn loben und preisen, wir werden merken, es entsteht eine sehr große Freude. In der Bibel lesen wir in 2. Samuel 22, Vers 49: Er hilft mir aus meinen Feinden. Du erhöhst mich aus denen, die sich wider mich setzen. Du hilfst mir von den Frevlern. Hier lesen wir von einer Erfahrung, wobei Gott die Person erhöht von seinen Feinden. Unser Gott befreit uns von den bösen Menschen. Er gibt uns Erfolg und befreit uns. Überall auf der Welt gibt es Menschen, die Böses tun. Böse Menschen, wo sie wohnen, auf der Straße und der Arbeitsstelle. Im Äußeren wirkt es, obwohl sie ganz lieb sind, aber im Inneren sind sie voller Hass und Neid, im Gedanken, sie zu zerstören. Gott wird euch von solchen bösen Menschen beschützen und von euren Feinden euch Erfolg geben. Er wird dich erhöhen, dass sie zustande kommen. Die Flüche von solchen Menschen werden für euch ein Segen werden. Sie werden erleben, dass ihr mehr und mehr Erfolg habt. Wohlstand in der Familie wird sich verbessern. Dies ist das Versprechen Gottes. Er wird beschützen und Erfolg geben. Warum habt ihr Angst? Wie schlimm auch die Situation, er wird euch beschützen. Keiner kann euch zerstören. Ihr werdet Erfolg haben. Auf der Arbeitsstelle, wo ihr wohnt, wo ihr immer auch seid, werdet ihr Erfolg haben. Glauben Sie daran, sagen Sie mit Glauben. Vater, du beschützt uns von den bösen Menschen, von denen ich umgeben bin. Ich lobe dich dafür. Ich glaube fest, dass du mich befreist und erfolgreich machst. Im Namen Jesus, Amen, Amen.